hatte ich also das erreicht, was ich unbedingt vor dem allzu spät erreichen oder erkennen wollte. Nein, natürlich nicht. War mir überhaupt irgendetwas gelungen, vollständig erreicht worden, irgendetwas zu Ende gebracht und sei es das Geringste gewesen? Auch das nicht. War ich überhaupt jemals befriedigt gewesen durch irgendetwas? Gab es Empfindungen, Vorstellungen von Freude, von Glück, von Beseeltheit, von vollständiger Zufriedenheit? Ja, vielleicht schon, aber je mehr man diesen freudigen Momenten, nicht einmal gemeint Spaß, Lust, Begierde, sondern wirkliche Leidenschaft und Begehren begegnet war, so zeigte sich, dass der Trennungsschmerz umso tiefer dann sich herausstellte, umso schöner und umso hoffnungsvoller das gewesen war, sodass das wieder am Ende in die Grauheit des Vergessens abgerutscht war und nichts davon übrig blieb. Denn diese Begegnung mit anderen, die ja auch selbst nicht ihrer gewärtig werden konnten und sich schützen mussten und auch keine Authentizität des Sich-Findens darin finden konnten, sodass eine tatsächliche Begegnung immer hoffnungslos blieb. Punkt, Punkt, Punkt. War man überhaupt jemals ins Wirkliche, ins Reale, in sich selber in der Lage gewesen, sich authentisch zu begeben? Nein, natürlich niemals. Aber auch das war von einer Art des Selbstvergessens, dass man diese Nie-Erreichbarkeit, diese Nie-Anwesenheit von Existenz und Authentizität und wirklichem Sein gar nicht bemerkte.